Warum das war, also mich interessiert eigentlich eher, warum der Fernseher hier an so einer unpraktischen Stelle steht. Meinst du, dass man ihn überhaupt nicht von der Couch aus sehen kann? Ja. Also von der Also Couch aus hier schon. wir wissen jetzt natürlich nicht, vielleicht ist aus der, steht quasi hinter uns auch noch eine Couch oder so. Dann ist das So trotzdem nur komplett um den unpraktisch. Tisch rum, aber ja. Es ist trotzdem unpraktisch, dass du den in der Ecke stehen hast. Ist Ihnen Ja, in der wenn. Fabrik irgendetwas aufgefallen? Gibt es irgendeine Spur? Oh, die Andreasburg. Ist Ihnen in der Oh. Fabrik irgendetwas aufgefallen? Gibt es irgendeine Spur? Nein, wir hatten natürlich gehofft, dass sich jetzt alles wieder normalisiert. Wow, das war alles. Also, Jetzt darf ich wieder rausgehen. wenn ich das jetzt gerade gesehen habe, hier mit dem der Teppich auf dem Boden, das sah auch komisch aus. Jim, Ich grüß möchte erstmal die dich. andere Frage stellen. Willi ist unterwegs. Kann ich etwas für Danach dich geht's wieder tun? rein. Ist eigentlich etwas von der vergifteten Schokolade in die Öffentlichkeit gelangt? Ach, das wissen wir nicht. Wir hoffen einfach das Beste. Nein, Gott sei Dank ist nichts davon verkauft worden. Wir konnten gerade noch die letzte Auslieferung zurückordern, bevor die Ware in den Regalen stand. Da hatten wir wirklich Glück im Unglück. Ja, Auf aber das ist ja wirklich so, Wiedersehen. dass der Anruf kam und bevor die das festgestellt haben. Das heißt, der Anruf hat die darauf hingewiesen, dass das Zeug da drin war und dann erst Aber in dem Fall war es ja jetzt ein haben die Zettel. es. Ja, jetzt. Ich meine, Glaubst du davor wirklich, dass noch. Sally zu dir zurückkehrt? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Schau doch nur, wie glücklich sie auf dem Foto aussieht. Ja, das ist ein Es ist Poster. keine 2 Jahre her. Wo Nee, ich kaufst du glaube, Pflanzenschutzmittel, wenn du welche für den Garten brauchst? Da war das andere Foto da, oder? Hängt da nicht auch irgendwas? Ach so, das, ja, kann Ich sein. benutze ausschließlich natürliche Mittel. Die meisten Sachen bestelle ich aus dem Katalog von Garden Supplies. Gifte haben die auch, aber ich komme sehr gut ohne sie zurecht. Ja, er nimmt halt keine Monokulturen. Wie bist du eigentlich zu diesem Job hier gekommen? Ach, ich habe während der Lehre nebenbei auf dem Golfplatz gearbeitet und dabei Frau Sorbich Ey, kennengelernt. dieser Golfplatz. Sie hat mir dann die Stelle hier angeboten, als ich mit der Lehre fertig war. Aber auch interessant, er macht eine Ausbildung zum Gärtner und während er seine Ausbildung zum Gärtner macht, arbeitet er noch woanders als Gärtner. Jim, grüß dich. Willi ist unterwegs. Kann ich etwas für dich tun? Hätten Sie einen Augenblick Zeit, Herr Sauerlich? Ja, natürlich, Tim. Lass uns ins Wohnzimmer gehen. So, was mit dem Teppich? Ja, dieser Teppich von dem Bären oder was er da Ach sein so, soll. Sieht ja so aus, als ob er so aus der Wand kommen das ist würde. Oscar, wieso? Ja, wie denn ist Oscar? Ja, Oscar, der Hund. Ach so, ja, Der ist doch genau. weggelaufen und nicht wieder aufgetaucht vorhin. Werden Sie die Sicherheitsma- Ist Ihnen in der Fabrik irgendetwas aufgefallen? Gibt es irgendeine Spur? Warte mal, welche Frage haben wir vorhin gehabt? Warte, das ist ja, was ist denn, ja, was ist denn die andere? Werden Sie die Sicherheitsmaßnahmen in der Firma verstärken? Ich glaube, wir haben den ersten. Es ist uns ein absolutes Rätsel, wie jemand Zutritt zum Mischraum haben konnte. Solange wir nicht wissen, wo die undichte Stelle ist, können wir keine gezielten Maßnahmen Ja, doof, veranlassen. es gibt doch nur eine Person, die da rein kann. Toni Blender ist ganz verzweifelt, dass sich Ja. offensichtlich schon wieder ein Betriebsfremder Zutritt zur großen Mischmaschine verschaffen konnte. Ja, ich würde meinen Der arme Angestellten Mann, mal mehr als ich bin Mindestlohn zahlen, sicher, dann er hat sinkt auch die alles getan, was Korruption. in seiner Macht steht. Na, zumindest hat der Nachtwächter jetzt einen Hund. Ja, aber das andere war doch auch während der Arbeitszeit, also. Ja, das wär, ich meine, wir haben doch schon die undichte Stelle. Das Problem ist doch, dass der Typ essen muss. Ja, eben, also. Soll er einfach aufhören, in die Wird der Cafeteria zu Wirkstoff, gehen der in und der vergifteten Schokolade war, an seinem dieses Arbeitsplatz bleiben? Phosphorsäureester, nicht auch als Insektizid eingesetzt? Stimmt genau, mein Junge. Die Menschen vergiften alles, dessen unmittelbaren Nutzen sie nicht einsehen. Eine Blattlaus scheint ein Schädling zu sein, also weg damit. Ein Käfer krabbelt so unappetitlich, am besten gleich umbringen. Die Menschen haben kein Gefühl für die Gesetzmäßigkeiten der Natur und die größeren Zusammenhänge.
Ja, stimmt das schon irgendwie. Ich meine, Blattläuse wirst du vor allem durch Marienkäfer los. Wird der Wirkstoff, sagen Sie, Herr Brodonski, Sie kennen doch so viele Sprichworte. Gibt es auch eins über Apotheker? Zu Risiken und Nebenwirkungen. Boah, voll das Sprichwort. Oder? Apotheker. Naja, gibt es auch eins über Ratiopharm. Ist das gut, das Buch über die Andreasburg? Ja, das lohnt sich in jedem Fall. Steht vieles drin, was ich auch noch nicht wusste. Zum Beispiel, dass die Burg im 12. Jahrhundert auf den alten Kellern und Gewölben eines römischen Kastells gebaut ist. Ja, und deshalb hieß diese Gegend bei den Römern Castellum Novum. Ach, wirklich? Was heißt das denn auf Deutsch? Da musst du Klößchen fragen, der lernt das gerade. Abbildung 7. Wasserspeier im Burghof. Durchziehen der Zunge öffnet sich eine Geheimtür. Oh, das können wir ja nutzen. Wenn es dich so interessiert, bitte ein Geschenk des Hauses. Oh, toll. Vielen Dank. Und mit Geschenk meine ich, dass du eine Woche Zeit hast, mir das Geld zu bringen. Okay, ja gut, hier ist nichts Neues. Hier dann vermutlich auch nicht, nein. Aber dann kann man ja mit dem, was man da aus dem Buch weiß. Okay, die kann man nicht anklicken. Tut dir Max Port leid? Nein, warum? Blöd ist nur, Dr. Port schuldet mir 20 Mark. Die kann ich wohl knicken. Ja, wenn das Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet wird, dann muss er aber aussagen. Gibt es noch Jobs auf dem Golfplatz? Nein. Ich glaube nicht. Meine beste Freundin hat sich beworben. Sie wurde auf nächstes Jahr vertröstet. Ich will an dieser Zunge ziehen. Ja, das kannst du aber erst, wenn du weißt, dass du da überhaupt hin musst, vielleicht. Ja, ja, wenn das überhaupt relevant wird. Vielleicht kann ich es auch nur Tim, weil das so schwer geht. Ich möchte noch einmal den netten Herrn sprechen, der die Caddies einstellt. Tut mir leid, die Jobs sind alle vergeben. Versuche es im nächsten Frühjahr wieder. Vielleicht ist das ja auch so... andersrum. Ich dachte gerade so, hä, weißt du, eigentlich, wenn das bekannt ist, dass man daran ziehen muss für eine Geheimtür, dann dürften die Leute dann auch Schlange stehen. Hat dann keiner das Buch gelesen. Ja, eben, das ist sehr unbeliebt. Ich bin's nochmal, Karl Vierstein. Tag, Karl. So, hier ist auch nichts Neues zum Anklicken. Haben Sie schon einen Verdacht? Wer könnte diesmal der Giftmischer sein? Ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich die einzige Person, die das machen könnte. Wenn ich das bloß wüsste, Karl. Aber ich habe keine Idee. Das ist krass. Manche Antworten in diesem Spiel sind einfach unnötig lang, aber jetzt ist einfach eine, die genau passend ist. Haben Sie schon ein... Ich habe mal gehört, dass Kakaobohnen eigentlich bitter sind. Stimmt das? Ja, und... Ja, da hast du nicht ganz unrecht. In einer Kakaoschote wachsen circa 30 Kakaobohnen. Die Bohnen sind zunächst lila und schmecken ganz bitter. Der typische Schokoladengeschmack und die braune Farbe entstehen erst durch die Fermentierung. Das heißt, die ganzen Schoten mit den Bohnen werden in großen Haufen der Sonne ausgesetzt. Die Haufen sind... Ja, es ist wieder ein bisschen zu lang. Nun beginnt das Fruchtfleisch zu gären. Dann vergammelt es und läuft unten aus dem Haufen raus. Übrig bleiben reifen, fertigen Kakaobohnen. Diese werden nach Europa verschifft, ja, genau, gemahlen und entfettet. Der Kakao gelangt in den Handel und zu uns in die Schokoladenfabrik. Genau, das ist, eigentlich ist das Spiel ab 18, weil da so viele seltsame Inhalte drin vorkommen. Aber dann haben die sowas eingebaut, damit es ohne Altersbeschränkung gemäß, weil das als Bildungsprogramm gewertet wird. Hallo, Sie sind bestimmt Herrn Sauerlichs neue Sekretärin. Ich bin Karl Vierstein. Oh, Kaffee wieder leer. Karl, das zweite K von TKKG. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich habe schon viel über euch in der Zeitung gelesen. Verstehen Sie etwas von Schokoladenherstellung? Naja, Herr Blender war so freundlich, mir die ganze Fabrik einmal zu zeigen. Aber ansonsten... Nein, ich esse Schokolade noch nicht einmal besonders gern. Ha, natürlich. Dadurch kann sie die Schokolade vergiften und läuft nicht Gefahr, aus Versehen selber vergiftet zu werden. Steht ja das Standardwerk der anorganischen Chemie. Und ein Buch über den Pitilinus pectinicornis, den Bücherwurm. Ja, du kennst ihn?
Der Bücherwurm, der in Wirklichkeit ein Bücherkäfer ist. Ein wirklich sehr gefährliches Tier. Frisst sich weltweit durch Möbel und Bücher. Ein riesiges Problem, das nicht ernst genug genommen werden kann. Stell dir vor, du willst das Buch lesen, aber der Käfer da schon dran. Bin gleich wieder da. Erstmal ein bisschen Gift in ihren Kaffee mischen. Okay, mit ihm kann man nicht telefonieren. Aber vermutlich hat das auch mit Tim schon gereicht. Gefällt Ihnen die Arbeit hier bei Herrn Sauerlich? Schon gar nicht, was wir mit Tim rausgefunden haben. Nur die Erpressung ist natürlich gar nicht schön. Die Wahlwiederholung wurde gedrückt. Nur die Erpressung ist natürlich gar nicht schön. Ja, das ist anstrengend für mich, Herrn Sauerlich zu erpressen. Ja, eigentlich haben wir noch nur die Wahlwiederholung gedrückt. Dann war da irgendeine Person dran und die hat erzählt, dass ihre Schwester bald auf einen Gutshof in der Stadt zieht. Ich grüße Sie, Kommissar Vierstein. Hallo, Tom. Hast du in der Zwischenzeit was von Sally gehört? Nein. Ja, sie hat mir einen Brief geschrieben. Eine Unterlassungserklärung. Hallo, Tom. Ich habe noch deinen Wohnungsschlüssel. Lass uns kurz treffen, wenn ich auf Konzerttour in der Stadt bin. Dann gebe ich ihn dir zurück. Hoffe, es geht dir gut und du bist drüber weg. Dann bin ich dir zurück, wenn ich alles von dir los bin. Sie hat genau. See you geschrieben. Ich werde sie wiedersehen. Ich habe noch eine Chance. Da hast du überhaupt gelesen, was da sonst noch drin stand. Fall Nummer 1 ist aufgeklärt. Aber wie geht es weiter? Was meinst du? Ich hoffe, dass ich Sally überzeugen kann, Roger zu verlassen. So geht's weiter. So. Ach nein, Tom. Kannst du eigentlich nie an etwas anderes denken? Das klingt wiederum wirklich so, als ob die mit dem zusammen... Ja, ne? Mit ihrem 56-jährigen Manager. Täter Nummer 2 hat Käfergift. Fall Nummer 1 ist aufgeklärt. Täter Nummer 2 hat Käfergift benutzt. Sag mal, kennst du dich damit aus? Ich bin Ökogärtner, ich benutze kein Gift. Es gibt viele verschiedene Sorten Gift. Die Gartenkataloge sind voll damit, aber ich halte nichts davon. Man kann Schädlinge auch auf natürliche Weise davon abhalten, einem die Ernte wegzufuttern. Mit Brandrodung. Ja, Mensch, das ist ja auch gar nicht mal so viel Neues. Guten Tag, Karl. Ist Willi zu Hause? Was soll diese Frage eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Frag doch Tom, unseren Gärtner. Der ist bestimmt hinten im Garten. Hä? Vielleicht weiß der was. Danke für den Tipp. Auf Wiedersehen. Schade, dass jetzt eine neue Frage fragen. Warum sollte er fragen, wo Willi ist? Das ergibt... Ich... Keine Ahnung. Fall Nummer 1 ist Täter Nummer 2. Nein, es bringt nichts. Warum? Warum sagt er das überhaupt? Guten Tag, Karl. Sie an der Tür? Das ist ungewöhnlich. Ist der Vater krank? Ja, Herr Saulich macht nämlich aus Prinzip nicht die Tür auf. Nur im Notfall. Nein, zum Glück nicht. Bertha hat heute ihren freien Tag und meine Frau ist unterwegs. Wenn du zu Willi willst, der ist auch nicht da. Okay, dann gehe ich mal wieder. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, Mensch, Hälfte geschafft. Jetzt nochmal mit Gabi überall hin. Moment, ich muss erstmal was kontrollieren. Okay, ich dachte, man hätte jetzt das Buch im Inventar. Hast du den Job auf dem Golfplatz noch? Nein! Ja, ich mache das bis zu den Sommerferien. Ich will nach Frankreich fahren. Meine Eltern zahlen mir die Fahrtkosten und ich verdiene mir das Taschengeld.